In unseren Kreisen, insbesondere wenn man die sozialen Netzwerke besucht, gibt es vor allem zwei Philosophen, die besonders hoch im Kurs stehen. Gerade von jungen Männern werden sie beinahe abgöttisch verehrt. Friedrich Nietzsche und der Philosophenkaiser Marcus Aurelius. Der Übermensch und der Stoiker. Das metaphysische und das weltliche Ideal. Sinnbild dessen, was es heißt, ein Mann zu sein. Die hingebungsvolle und unkritische Verehrung dieser beiden Denker ist wohl der Eiter, der aus unserer Filterblase tropft und keineswegs das, was sie sich für ihre Philosophie gewünscht hätten. Noch mehr als bei Nietzsche bekommt man den Eindruck, dass der Stoizismus zu einer Art Ersatzreligion verkommen ist. Die Namen Zenon, Seneca oder Epiktet fallen in diesem Zusammenhang jedoch selten, obwohl sie aus philosophischer Sicht einen hohen Wert für die Stoer hatten. Größer ist die Begeisterung für jenen heldenhaften Kaiser, an dem kein Makel zu haften scheint und der seine Philosophie gelebt hat, wenn man den Quellen Glauben schenken darf. Es liegt mir fern, hier und heute ein weiteres Loblied auf Marcus Aurelius zu erdichten, obwohl ich seiner Philosophie natürlich einiges abgewinnen kann. Stattdessen will ich die Lehre des Philosophenkaisers einem kritischen Blick unterziehen. Was tatsächliche Makel an der Person des Kaisers angeht, gibt es wohl sehr wenig, was man hier hervorheben könnte. Zumindest sehr wenig, was die Geschichte über die Jahrtausende hinweg transportiert hat. Man könnte die rigorose Christenverfolgung während seiner Herrschaft bemängeln, aber ich kann daran nicht viel Schlechtes finden. Man könnte ihm allerdings vorwerfen, dass er seine Familie vernachlässigt und sich nicht um eine adäquate Nachfolge bemüht hat, denn sein Sohn war der Aufgabe, die sein Vater an ihn stellte, wohl kaum gewachsen. Aber diese weltlichen Dinge sollen uns heute nicht beschäftigen. Mich interessiert vor allem die Philosophie, die er in seinen Selbstbetrachtungen für die Nachwelt festhielt. Das wird nun keine ausführliche Zusammenfassung seiner Philosophie, vielmehr will ich mir vor allem die Punkte herausgreifen, die ich zu kritisieren habe. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich das Buch einige Jahre zu spät gelesen habe, denn es konnte mir nicht mehr viel Neues offenbaren. Dennoch ist es eine gute Zusammenfassung der Dinge, die ich durch die Mithilfe und die Werke anderer Philosophen erkannt und für vernünftig befunden hatte. Ich kann es darum tatsächlich vor allem jungen Männern empfehlen, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, in die Welt der Philosophie einzusteigen. Es ist neben anderen ein gutes Buch für den Einstieg. Allerdings ist es nicht ohne logische Schwächen, aber dazu später mehr. Wohin führen die Wege zu sich selbst? Das, was man mit der stoischen Lehre verbindet, sind vor allem Gelassenheit und Disziplin. Die Disziplin gegen sich selbst und die Gelassenheit im Umgang mit Dingen, die sich nicht ändern lassen. Standfestigkeit in Anbetracht des Sturms. Der Stoiker strebt mit Disziplin und Gelassenheit nach Weisheit. Es ist ihm ein Anliegen, seinen Platz im Universum zu erkennen und diesen zu akzeptieren. Die allgemeine Rezeption hält diese beiden Eigenschaften für emotionale Kälte, um nicht zu sagen für toxische Maskulinität. Der Stoiker ist nicht aufbrausend, nicht hektisch, nicht panisch, nicht emotional. Er bricht nicht in Tränen aus, er jammert nicht und auch schallendes Gelächter wird man nicht von ihm hören. Es wirkt von außen, als habe er keine Emotionen. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem gerecht und gutherzig sein kann oder sogar sein soll. Der Philosophenkaiser hält von der allgemeinen Rezeption nicht viel. Auch daran denkt er, dass alle vernünftigen Wesen miteinander verwandt sind und dass es in der menschlichen Natur liegt, alle Menschen zu lieben, dass man nicht nach der Anerkennung aller, sondern nur derer, die naturgemäß leben, streben muss. Stets hält er sich vor Augen, wie die, welche nicht so leben, daheim und außer dem Haus, bei Tag und bei Nacht sich benehmen und mit was für Leuten sie sich gemein machen. Auf das Lob solcher Menschen, die nicht einmal sich selbst genügen können, legt er keinen Wert. Für ihn ist von entscheidender Bedeutung, dass man aus sich selbst heraus handelt und sich nicht von den Urteilen anderer leiten lässt, sich nicht einmal auf die Hilfe anderer verlässt, sondern einzig und allein auf sich selbst.
In dir sei heitere Klarheit. Du brauchst nicht die Hilfe, die von außen herkommt, und du kannst den Frieden entbehren, den andere gewähren. Stehe selbst aufrecht, ohne von anderen aufrecht gehalten zu werden. Des Weiteren schreibt er, und das scheint der zentrale Baustein seiner Lehre zu sein: Wer den Ruhm liebt, sucht sein Eigengut im Benehmen eines anderen gegen ihn, wer die Lüste liebt, in seiner eigenen Leidenschaft, wer aber Vernunft hat, in seiner eigenen Tätigkeit. Und darum geht es ihm, um den vernünftigen, rationalen Umgang mit den Ereignissen, die auf ihn eindringen. Immer wieder betont er die Bedeutung der Vernunft und stellt sie über die Emotion. Jeden Standpunkt, den er vertritt, versucht er rational zu begründen, und es klingt eine gewisse Abscheu gegen alles, was irrational ist, aus seinen Zeilen. Nur davor hütet er sich sein Leben lang, seine Seele einer Richtung zu überlassen, die eines denkenden und geselligen Wesens unwürdig ist. Diese Rationalität ist ihm ein Schild gegen ihn behindernde oder einschränkende Emotionen. Wenn du eine Situation ändern kannst, dann ändere sie. Wenn du sie jedoch nicht ändern kannst, warum dann darüber aufregen? Der Stoizismus des Marc Aurel klingt zunächst komplex, aber letzten Endes lässt er sich darauf herunterbrechen. Es liegt vermutlich viel Wahrheit in dem, was er schreibt, allerdings enden seine Begründungen oft in einem Zirkelschluss, auch dazu später mehr. Sehen wir uns zuerst an, was man bei einem großen Krieger und Kaiser nicht zu finden erwartet: den Nihilismus. Zumindest einen Nihilismus in einer sehr sanften Abwandlung. Was ich persönlich unter Nihilismus verstehe und was ich davon halte, habe ich in meinem Video über den Nihilismus ausreichend besprochen, seht es euch gerne an. Marcus Aurelius bevorzugt eine sehr nüchterne Betrachtung, die man wohl auch nur mit einem großen Aber als Nihilismus bezeichnen könnte. Als ein Teil des Ganzen hast du bisher existiert und du wirst verschwinden in dem, was dich erzeugt hat. Vielmehr wirst du nach dem Gesetz der Umwandlung zurückgenommen werden in den Lebenskeim der Welt. Ich bestehe aus einem bildenden und einem stofflichen Teil. Keines von beiden wird in nichts vergehen, wie es auch nicht aus dem Nichts entstanden ist. Es wird also jeder Teil meines Wesens durch Umwandlung in irgendeinen anderen Teil der Welt gewandelt und jener wieder in einen anderen Teil derselben Welt und so fort ins Unermessliche. Was auch immer du tust, welche Taten du auch immer vollbringst, welchen Ruhm du auch erringst, letzten Endes wirst du sterben. Du wirst wieder in den Kreislauf der Welt eingegliedert, ob nun metaphysisch oder materiell. Du wirst zu Staub zerfallen und die Welt wird dich vergessen. Die Gewissheit, die wie ein Damoklesschwert über den tugendhaften Menschen schwebt. Der Tod. Das Ende für die Widersprüche der sinnlichen Wahrnehmung, das Ausruhen von den Erregungen der Triebe und der fortwährenden Arbeit des Denkens, die Freiheit von der Knechtschaft des Fleisches. Man könnte, und eigentlich zwingt einen die Erkenntnis sogar dazu, man könnte daraus ableiten, dass es tatsächlich vollkommen egal ist, was man tut und was nicht. Dass es irrelevant ist, ob man Gutes oder Schlechtes verrichtet, denn am Ende steht der Tod. Für uns alle. Der Philosophenkaiser kommt aber zu einem anderen Schluss. Einst gebräuchliche Worte sind jetzt unverständliche Ausdrücke. So geht es auch mit den Namen ehemals hochgepriesener Männer wie Camillus, Caeso, Volesus, Leonatus, und in kurzer Zeit wird das auch mit einem Scipio und Cato, nachher mit Augustus und dann mit Hadrian und Antoninus der Fall sein. Alles vergeht und wird bald zum Märchen und sinkt rasch in völlige Vergessenheit. Und dies gilt von denen, die einst so wunderbar geglänzt haben, denn die übrigen, wenn sie kaum den Geist ausgehaucht haben, schwinden unrühmlich dahin, weder gehört noch gesehen. Was wäre aber auch eigentlich ein ewiger Nachruhm? Ein völliges Nichts. Was ist es also, worauf wir unsere ganze Sorge lenken müssen? Nur das eine. Eine gerechte Sinnesart, gemeinnütziges Handeln, beständige Wahrheit im Reden und eine Gemütsstimmung, alles, was uns zustößt, mit Ergebung hinzunehmen, wie eine Notwendigkeit, eine bekannte Sache, die mit uns einerlei Quelle und Ursprung hat. Lebe nicht, wie wenn du tausende von Jahren zu leben hättest. Der Tod schwebt über dir. Solange du noch lebst,
solange es noch Tag. Sei gut. Sei gut. Trotz aller angepriesenen Rationalität leistet der Kaiser sich hier einen logischen Aussetzer, den er nicht durch weitere Erklärungen aufzuheben versucht. Aus dem Nichts oder aus der Bedeutungslosigkeit leitet sich keine Pflicht zum Gutsein ab. Es folgt daraus keine Pflicht für das Volk oder den Staat zu leben. Wenn der Mensch im Angesicht des Universums nicht einmal das i-Tüpfelchen einer Fußnote ist, dann ist es gleich, was er tut und was er nicht tut. Wenn unsere Sonne ihre Lebenskraft ausgehaucht hat und alles zu einem Ende kommt, wenn alles Sein vergeht, wenn das Universum stirbt, was macht es dann für einen Unterschied? Was macht es für einen Unterschied, ob du ein guter Mensch gewesen bist, wenn deine ganze Spezies bereits seit Millionen von Jahren ausgestorben ist? Keinen. Der Kaiser setzt hier voraus, dass es richtig sei, Gutes zu tun, und bleibt für meine Begriffe eine Begründung schuldig. Man soll Gutes tun, obwohl alle guten Taten letztlich bedeutungslos sind. Man könnte in ähnlicher Weise für das Böse argumentieren. Wenn ich morgen etwas stehle, ist das letztlich nicht auch vollkommen bedeutungslos? Ich kann diesen Teil seiner Philosophie nur als unzureichend begründet bezeichnen. Was meint ihr? Frage dich drum bei allem, gehört dies zu den unnötigen Dingen? Aber man muss nicht nur unnütze Handlungen, sondern auch unnütze Gedanken vermeiden. So allein werden diesen keine unnützen Taten folgen. Marcus Aurelius will unnütze Dinge, Emotionen und sogar Gedanken aus dem Leben eines rechtschaffenen und vernunftbegabten Menschen verbannt wissen. Disziplin und Zweckorientiertheit sind für ihn das Maß aller Dinge. Das mag auf den ersten Blick vernünftig und erstrebenswert scheinen, aber ich halte ein solches Leben für seiner Essenz beraubt. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das heißt nicht zuletzt, dass das Leben aus dem Konflikt seiner Gegensätze besteht und dass Schönheit nur in Relation zu dem Hässlichen einen Wert besitzt. Schlechte Entscheidungen, Verrat, Trauer, Wut, Reue, Lust und Zorn sind Dinge, ohne die das Leben nicht vollkommen ausgeschöpft werden kann. In allem immer und zu jeder Zeit das Maß halten zu wollen, ist ein Herausschneiden des Lebenswerten. Es ist ein Raub an der eigenen Existenz. Schwarze Galle ist ein Begriffspaar, das wohl zu Recht Abscheu erzeugt, doch wird es durch das zumindest für meine Ohren wohlklingende Wort Melancholie abgebildet. In einer warmen Sommernacht über das Geländer gebeugt auf dem Balkon zu stehen und sich in den Sternhimmel blickend in seiner Trauer zu ergehen, während sanfter Wind durch das Haar streicht und den Duft einer sich zur Ruhe legenden Stadt heranträgt. Die Gedanken weilen in der Erinnerung an bessere Tage, an verlorene Liebe, an Zeiten des Glücks, an den Tod, der einen Menschen fortriss und nur die Erinnerung an ihn zurückließ. Trauer, Glück, Schmerz und Sehnsucht umschleichen einander wie Raubkatzen und ringen im Korribantentanz der Emotionen um die Oberhand. Die gallige Trauer ummantelt von der wohltuenden Atmosphäre einer Sommernacht. Liegt in diesem Zusammenspiel der Gegensätze nicht etwas immens Schönes? Hat man ohne diese Momente überhaupt jemals gelebt? Sie von vornherein auszuschließen und dabei von einem naturgemäßen Leben zu sprechen, wie der Philosophenkaiser es tut, ist in meinen Augen lachhaft. Wofür hat der Mensch Tränen, wenn nicht zu dem einzigen Zweck, seine Trauer auszudrücken? Wieso hat der Mensch komplexe Mimik, wenn nicht zu dem Zweck, die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen ausdrücken zu können? Die Natur gab uns die Tränen, damit wir sie nutzen, um unsere von der Natur gegebene Trauer zu bewältigen. Nicht nur die Tränen nicht zu nutzen, sondern von vornherein nicht einmal die Trauer zuzulassen, ist nicht naturgemäß, es ist wieder die Natur. Es ist nicht vernünftig, sondern absurd. Und so sprach der andere unkritisch betrachtete Denker Friedrich Nietzsche in seiner Götzendämmerung wohl zu Recht von der absurden Vernunft der verhängnisvollen großen Moralphilosophen, und in seinen nachgelassenen Fragmenten hält er Marc Aurels Bekenntnisse gar für ein komisches Buch. In einem der vorangegangenen Zitate schwang etwas mit, das sich in den folgenden Jahrhunderten vor allem das Christentum zu eigen machte.
eine gewisse Leibfeindlichkeit. Ich wiederhole noch einmal das Zitat. Der Tod, das Ende für die Widersprüche der sinnlichen Wahrnehmung, das Ausruhen von den Erregungen der Triebe und der fortwährenden Arbeit des Denkens, die Freiheit von der Knechtschaft des Fleisches. Der Mensch ist nicht bloß Geist. Der Mensch ist keine Maschine, die auf die Makel des Körpers verzichten kann oder gar sollte. Man könnte sogar dafür argumentieren, dass der Geist wie eine leere Hülle in sich zusammenfallen würde, gäbe es nicht diese Widersprüche der sinnlichen Wahrnehmung. Der menschliche Geist schult doch seine Willenskraft und seine Vernunft erst am Widerstand des Körpers, der wie ein Schleifstein an der Klinge des Verstandes wirkt. Erst unter Zuhilfenahme des Körpers kann der Mensch das Leben in vollen Zügen ausschöpfen und kann wachsen, kann sich selbst hinaufziehen an der Himmelsleiter. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet das Christentum, dessen entschiedener Gegner unser Kaiser doch war, diese Ideen ebenfalls aufgriff, wenn auch aus anderer Quelle gespeist, und kurzerhand die sinnlichen Gelüste zur Sünde erklärte. Es wundert mich nicht, dass viele selbsternannte postmoderne Stoiker dem Christentum recht nahe stehen und darin ein Bollwerk sehen gegen die Verwerfungen der Moderne. Doch sie irren sich. Selbstverständlich ist eine vollkommene Überreizung der dionysischen Leibeslust zum psychologischen Nachteil des Ausübenden, denn der Reiz und die Befriedigung liegen nicht im Überfluss, sondern in der Seltenheit. Das gilt für gutes Essen, für Unterhaltung und für die Schönheit der körperlichen Liebe. Der Reiz liegt in der Seltenheit, doch nicht im vollkommenen Verzicht. Und so wirken jene Anhänger des Marcus Aurelius doch nicht selten verbittert. Gleiches gilt für diejenigen, die ihnen diametral gegenüberstehen. Diese leiden am Verzicht, jene am Überfluss. Ich denke, der Umstand, dass die Anhänger des Christentums sich auffallend oft nicht an die Weisungen ihres Oberhauptes halten und ihr Christsein nur durch das Tragen eines Kreuzes und gelegentliche Stoßgebete bei Prüfungsangst zu definieren scheinen, sich dadurch erklären lässt, dass ihr menschlicher Instinkt ihnen dringend von der Leibesfeindlichkeit ihrer Religion abrät. In gleicher Weise scheinen die postmodernen Anhänger des Kaisers ihren Stoizismus durch das Wort Stoic in ihrer Instagram-Biografie und gelegentliche Seneca-Zitate unter ihren Beiträgen zu definieren. Doch ein nicht allzu weiser Mann sagte einst: In der Geschichte geschieht alles zweimal. Das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie hieß er noch gleich? Nicht so wichtig. Ich persönlich halte die Selbstbetrachtungen für ein gutes Buch, wenn man es denn mit einem kritischen Auge liest. Ich halte Disziplin für erstrebenswert und halte den tätigen Menschen für weit besser als den Faulenzenden. Fühlst du nicht, welche Fähigkeiten du schon aus dir hättest entwickeln können, ohne den Mangel an Anlagen und Geschick dafür als Entschuldigung vorschützen zu können? Und doch bleibst du freiwillig hinter dieser Vollkommenheit zurück? Oder zwingt dich etwa deine fehlerhafte Naturanlage zu murren, träge zu sein, zu schmeicheln, dein Körperchen anzuklagen, seinen Launen nachzugeben, groß zu tun und darum der Seele so oft die Ruhe zu rauben? Nein, bei den Göttern so ist es nicht. Vielmehr hättest du von diesen Mängeln längst frei sein können. Das klingt doch sehr gut. Sogar ich fühle mich angesprochen und zu meiner Schande getadelt. Ich halte auch die stoische Gelassenheit für ein mitunter sehr nützliches Werkzeug, um den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren, ist öfter hilfreich als zum eigenen Schaden. Zum Problem wird es erst, wenn diese Gelassenheit als Schutzschild gegen sämtliche Emotionen missbraucht und das fälschlicherweise als männliche Tugend verkauft wird, vor allem von Männern, die weniger als 100 Kilo auf der Hantelbank bewegen oder wie man sie auch nennt, Jungen. Der Mann sollte seinen Zorn oder seine Trauer zügeln, wenn es notwendig ist, aber er sollte auch darauf achten, ihnen auf andere Weise Raum zu schaffen. Zumindest dann, wenn ihm daran gelegen ist, nicht nur zu existieren, sondern zu leben. Pflege deine Urteilskraft. Sie allein kann dich davor bewahren, dass in dir Ansichten entstehen, die mit der Natur und der Beschaffenheit eines vernünftigen Wesens im Widerspruch stehen.
Was ist unnatürlicher als ein Mensch, der keine unvernünftigen Entscheidungen trifft? Ich halte es für klug, wenn man Maß hält im Maß halten. Um mit Dostojewski zu sprechen, mitunter ist auch 2 plus 2 gleich 5 ein allerliebstes Sächelchen. Gottlose Grüße.